Mein Name ist Mel und ich blogge auf gourmetguerilla.de über leckere und alltagstaugliche Rezepte und über das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Bloggen ist für mich eine ganz spannende Reise. Ich mache das ja jetzt schon seit 4 Jahren, habe ganz tolle Leute kennengelernt, tolle Orte besucht und finde es auch ganz, ganz toll, was von draußen zurückkommt. Wir kochen heute eine ganz leckere 5-Minuten-Paella und der Schnellkochtopf sorgt dafür, dass das Ganze wirklich in 5 Minuten Garzeit fertig ist, du nicht 40 Minuten am Herd stehen musst und dass die Aromen ganz besonders toll werden. Am Wochenende nehme ich mir natürlich mal echt gerne Zeit, um 2-3 Stündchen zu kochen. Das ist für mich wirklich Seelenbalsam. In der Woche muss es viel schneller gehen. Ich bin berufstätig, ich habe eine Familie. Wenn ich abends von der Firma nach Hause komme, dann möchte ich gerne frisch für meine Familie kochen. Aber ich kann natürlich jetzt nicht noch 2 Stunden am Herd stehen. Ich finde, der Schnellkochtopf passt wirklich gut in die heutige Zeit, weil du nicht nur den Energieeinsatz direkt am Herd reduzieren kannst, die Kochzeit reduziert sich ja um die Hälfte oder sogar auf ein Drittel, sondern du vermeidest auch einfach Müll. Du kannst ganz, ganz viele Sachen, wo du sonst Gläser und Dosen gekauft hast, kannst du in wirklich extrem kurzer Zeit selber machen. Der VitaControl Digital ermöglicht mir, während der Schnellkochtopf kocht, andere Dinge zu tun. Ich habe erst auch nicht gewusst, ist das jetzt ein Vorteil, ist das ein Nachteil, ist das ein Spielzeug. Nachdem ich es einmal ausprobiert habe, war für mich klar, das ist super, in der Küche läuft alles, ich habe die totale Kontrolle und das ist für mich eine echte Ergänzung auch in meiner digitalen Welt. Zeitgemäße Ernährung bedeutet für mich, dass man die Chance wahrnimmt, wirklich sein Essen frisch zuzubereiten und zwar aus möglichst unverarbeiteten Zutaten. Ich bin sehr froh, dass ich den Schnellkochtopf jetzt entdeckt habe und dass er sein staubiges 70er-Jahre-Image abgeworfen hat. Denn in meiner Küche ist er eine echte Ergänzung.